Das erste ist, haben Sie befürchtet, Sie müssen jonglieren lernen. Sie dürfen das. Das ist natürlich freiwillig. Sie kriegen die Bälle geschenkt, Sie haben eine Anleitung. Ich habe auch versucht zu erklären, was da passiert. Und das zweite ist, Sie machen jeden Tag etwas Neues, was Sie noch nicht gemacht haben. Ich erkläre gleich nochmal, was das heißt. Nochmal zum Thema Jonglieren. Jonglieren ist natürlich der Umgang mit Unsicherheit. Um das nochmal im Bild ganz klar zu zeigen. Das können Sie, wenn Sie Fahrrad fahren, können Sie relativ bald irgendwann, freihändig noch nicht gleich. Das kommt dann wieder ein bisschen später. Wenn Sie jonglieren lernen, habe ich ja gesagt, dann ist das erstmal mit Bücken verbunden. Aber was Sie lernen, ist Schritt für Schritt Unsicherheit in Sicherheit verwandeln. Das ist das, was unbewusst eigentlich jeder möchte. Sie müssen rechtzeitig loslassen, rechtzeitig wieder zugreifen. Unbewusst. Blick fürs Wesentliche. Ja. Alles das lernen Sie beim Jonglieren. Das heißt, Sie lernen den Umgang mit unsicheren Dingen, weil wir reden über zwei Hände und drei Teile, das ist natürlich Unsicherheit. Bloß, um es nochmal genau zu zeigen, weil viele glauben, boah, geht ja gar nicht. Sie wissen auch, dass das Thema bewusst abarbeiten nur nacheinander geht und beim Jonglieren, auch wenn wir zwei bis drei, geht nacheinander. Es macht nichts gleichzeitig. Ich habe immer nur einen Ball in der Hand und immer einer ist in der Luft. Rechts, links, rechts, links. Sagen Sie mal Stopp, wenn Sie zwei Bälle in einer Hand sehen. Nie. Erst wenn ich aufhöre. Erst dann. Also hier, und deswegen hat es auch eine entspannende Wirkung. Warum? Weil das ist Achtsamkeitstraining, Meditation, wenn Sie es können, weil Sie an nichts anderes können, hart zu anfangen, an nichts anderes denken können, wie kriege ich diesen blöden Ball gefangen. Und die entspannende Wirkung ist, dass Sie keine Chance haben, an irgendetwas anderes zu denken. Das ist der Trick.